Huch. Georgina Fleur wurde Dating-App Tinder gesperrt. Damit hatte Georgina Fleur, 32, wohl nicht gerechnet. 2021 trennte sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin endgültig von ihrem On-Off-Partner Kubilay Özdemir. Seither geht die Reality-TV-Bekanntheit als Single durchs Leben und genießt ihr Mama-Sein in vollen Zügen. Doch ganz auf einen Partner verzichten wollte die Influencerin offenbar doch nicht. Georgina meldete sich bei Tinder an, doch ihr Profil wurde plötzlich gesperrt. Ich bin auf Tinder gesperrt, weil man dachte, ich sei ein Fake-Profil, plauderte die 32-Jährige im Interview mit Bild aus. Doch eine andere App war schnell gefunden. Die Mutter einer Tochter versucht nun ihr Glück auf Raya. Aber irgendwie ist das Gechatte nichts für mich, da ich nicht so viel Zeit habe. Ich alleinerziehend bin, warf die einstige Kampf der Reality-Stars-Teilnehmerin ein. Viel lieber lerne sie Männer eigentlich im echten Leben kennen. Wie sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story verriet, habe sie derzeit aber keinen neuen Mann an ihrer Seite. Man lernt hin und wieder jemanden kennen, allerdings habe ich momentan zu keinem regelmäßig Kontakt. Stellte der TV-Star klar und gab zudem zu verstehen, dass sie derzeit mit ihrem Single-Leben sehr zufrieden sei.